Hallo meine Lieben, ja, heute gibt es ein neues Video für euch. Und zwar geht es heute um unseren Kleiderschrank. Ja, es wurde ein Kleiderschrank-Video gewünscht und ich dachte mir, ich mache heute mal den typischen Kleiderschrank-Tag mit allen Fragen, die es so in diesem Tag gibt. Und wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Das hier ist unser Kleiderschrank, der kommt von IKEA. Ja, was genau das für ein Modell ist, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall sieht der so aus. Es ist, denke ich mal, ein typischer Kleiderschrank von IKEA. Und ja, wenn wir ihn aufmachen, zeige ich kurz einmal ein bisschen die Organisation. Denn das ist auch die erste Frage. Und zwar, hast du eine bestimmte Organisation in deinem Kleiderschrank? Und ja, das war mir bei dem Kleiderschrank sehr wichtig. Genau deswegen habe ich auch einen Kleiderschrank gekauft. Ja, wir hatten ja vorher diese kleinen IKEA-Boxen unter meinem Bett und da war es leider immer so, dass es so umständlich war, das immer rauszusuchen, wieder reinzutun und man hat eigentlich die Sachen, die unten lagen, immer nie benutzt. Deswegen wollte ich einen Kleiderschrank haben, wo alles ordentlich hängt, Sachen ordentlich liegen, es kleine Beifächer gibt und ja, ich einfach auch andere Sachen darin verstauen kann. Und ja, es gibt auf jeden Fall eine Organisation. Und zwar gibt es hier oben die Langarmbodies. Diese Reihe ist komplett Langarmbodies. Das sind drei Haufen, die gehen nach hinten. Hier haben wir die Kurzarmbodies. Das sind zwei große Haufen. Hier ist so ein kleiner Haufen noch. Ich zeige euch das gleich nochmal alles vom Nahen am Ende. Hier haben wir T-Shirts. Die liegen hier einfach so, so drei kleine T-Shirts. Und dann haben wir da eine Kiste. Da sind Mützen, Schuhchen und Socken drin. Das war mir sehr wichtig, dass ich eine Kiste für die ganzen Kleinteile habe, weil die ganzen Kleinteile kannst du sonst nirgendwo anders hin tun. Da fehlt nur da braucht man eine Kiste oder irgendwas anderes. Ja, und das war es auch mit hier oben. Also Langarmbodies, Kurzarmbodies und so Krimskrams. Und dann haben wir hier so ein kleines Einschubfach. Das ist total praktisch. Das kann man hier so rausziehen. Ich zeige euch das mal. Und dann sieht das so aus. Und da ist auch ganz viel Kleinkram drin. Also, hier sind so Bettwäsche, ein Laken und halt Bettwäsche. Hier ist noch eine Jacke und halt auch so kleine Sachen. Ja, dann haben wir hier die Kleiderstange. Und bei der Kleiderstange wollte ich halt auch wirklich alles aufhängen, was geht, weil ich das so super finde. Man hat die Sachen dann direkt im Auge. Man kann hier so gucken, okay, das finde ich heute schön, das ziehen wir heute an. Und man muss nicht hier so lange rumwühlen oder so, sondern man hat die Sachen direkt in einem Blick. Und das fand ich halt so wichtig. Deswegen ist auch hier alles aufgehängt, was man irgendwie aufhängen kann. Wenn wir hier anfangen, finden wir die Jacken. Die gehen bis hier. Bis hier sind alles nur unsere Jacken. Verschiedenste Ausführungen, alles Jacken. Wie gesagt, ich zeige euch das gleich nochmal vom Nahen. Also hier sind Jacken. Dann haben wir hier ein Body. Zwar diesen hier, den ich auf jeden Fall auch aufhängen wollte. Deswegen hängt er hier so zwischen. Dann beginnen ab hier die Pullover. Da haben wir bis jetzt nur drei hängen, weil mir noch Kleiderbügel fehlen. Der Rest ist hier unten drin. Zeige ich euch aber alles. Und ja, also hier sind dann Pullover. Hier sind dann Schlafanzüge. Das hier sind Schlafanzüge. Und ab hier sind dann Strampler und hier sind drei Overalls. Ja, das ist so meine kleine Ordnung. Ich finde es super, weil ich mich einfach immer zurechtfinde. Ich weiß direkt, wo alles liegt. Und ja, ich finde, umziehen macht so viel, viel mehr Spaß. Dann haben wir eine zweite Kleiderstange gebaut. Und zwar hier unten. Dort haben wir unsere Schlafsäcke. Zwei Stück. Einmal von Alfie und ein von Schlummersack. Und jetzt beiden Schlafsäcke. Und unsere beiden Winteranzüge. Einmal Mels und der von dem neuen Baby. Unsere zwei Schneeanzüge. Das haben wir hier unten. Und natürlich kommt da auch noch mehr hin, wenn es so kleine Sachen gibt. Oder wenn das hier oben einfach zu voll wird, dann können wir immer noch die zweite ausgreifen.
Dann haben wir hier zwei Decken. Einmal diese hier und einmal diese. Die liegen hier oben einfach drauf. Wir haben hier nämlich ein so ein kleines Fach, seht ihr das? Und da habe ich die einfach im Moment drauf liegen, weil ich im Moment keinen Platz dafür habe. Dann haben wir hier halt wie gesagt so ein Fach. Das Fach wird noch ausgetauscht mit diesem hier. Das hier ist ein bisschen größer und ja, das wird auf jeden Fall noch ausgetauscht. Ich kann das jetzt mal hier drin zeigen. In dem ersten Fach oben haben wir Strampler, also zwei Strampler, die ich nicht in den Schrank tun möchte. Eine Latzhose von Lennox, die er damals anhatte. Die möchte ich behalten, weil weil die Latzhose mir sehr viel bedeutet. Ich sie aber nicht in den Schrank haben möchte, weil die kleinen Babys da nicht reinpassen. Und hier hinten sind die letzten Pullis. Also genau, das ist halt dieses Fach da unten, was ich gerade beschreibe. Und im zweiten Fach sind dann die Hosen von den Babys. Und im dritten Fach befinden sich auch die Hosen von den Babys. Zeige ich euch alles am Ende nochmal genauer. Hier unten sind jetzt noch zwei kleine Schleichtiere, Glubschis. Ich glaube, die kennen alle, oder? Glubschis? Kennen ganz viele. Die stehen hier noch. Und da unten sind dann zwei Fußsäcke, einmal für den Maxi-Cosi, einmal für den Kinderwagen. Und das ist zur Organisation. Die zweite Frage ist, was sind deine neuesten Teile? Also was hast du zuletzt gekauft? Ja, also das sind ziemlich viele bei mir, weil ich gestern erst shoppen war. Und einmal gehört da dieser Schlafanzug zu. Dann haben wir noch eine Jacke. Und noch eine Hose. Diese hier. Also eigentlich alles aus dem einen Haul, wo das hier alles drin vorkommt. Das sind, glaube ich, so die neuesten Teile in meinem Schrank. Dann ist die nächste Frage, was man absolut nicht anziehen kann. Also ob ich Kleidungsstücke habe, die ich noch nie angezogen habe. Und ich weiß es gar nicht so genau, ob ich irgendwas schon mal nicht angezogen habe. Doch, also auf jeden Fall dieses T-Shirt hier hatte noch nie jemand an. Aber ich finde es trotzdem zu süß, um es zu verkaufen. Und ja, ein paar Sachen jetzt fürs neue Baby, die das neue Baby natürlich noch nicht anhaben kann, was noch nicht da ist. Aber was haben die noch nicht angehabt? Den hier haben sie auch noch nicht angehabt. Ist aber eigentlich auch für das neue Baby. Also dann auch, fällt dann auch weg. Aber den hier haben wir auch schon etwas länger und den hatte auch noch keiner an. Ja, dann haben wir noch eine Frage und zwar, gibt es ein Kleidungsstück, was du hässlich findest und nicht magst? Nein, weil ich alles aussortiere, was ich nicht mehr mag. Und der Kleiderschrank, also der Babyschrank ist bei mir sehr wichtig, dass ich den ordentlich halte. Und deswegen gibt es hier kein Teil, was ich nicht mag. Und ich glaube, das war's auch. Ich glaube, eine Frage fehlt noch, die fällt mir jetzt aber gerade nicht ein. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich zeige euch das Ganze nochmal jetzt in Nahem und dann, ja, war es auch eigentlich. Also so sieht das Ganze aus. Wie gesagt, haben wir hier oben die Langarmbodies, die Kurzarmbodies, T-Shirts und da hinten ist die kleine Kiste mit den ganzen Mützen und so drin. Hier haben wir Bettwäsche und also einen kleinen Krimskrams immer drin. Dann haben wir hier die Jacken. Die gehen bis hier. Den einen Body, den ich meinte. Dann haben wir Pullover, Schlafanzüge und Strampler und Overalls. Hier unten haben wir die zwei Decken. Hier haben wir die Winteranzüge und die Schlafsäcke, genau, diese beiden hier. Hier sind, wie gesagt, meine Glubschis. Und hier ist dieses Fach, was ich meinte. Hier sind halt die Pullis hinten. Hier ist ein Strampler, noch ein Pulli von Lennox und die Lasthose von Lennox, genau. Hier sind Hosen. Und hier unten sind auch nochmal Hosen von den Babys drin. Und hier sind halt, wie gesagt, unsere beiden Fußsäcke. Einmal für den Maxi-Cosi, einmal für den Kinderwagen. Ja, und das war sozusagen unser Kleiderschrank.
Ja, wie gesagt, ist mir das mit der Ordnung sehr, sehr wichtig bei dem Babyschrank, weil ich finde, das ist dann viel schöner, man hat viel mehr Lust, den Babys irgendwas anzuziehen und es geht auch alles viel schneller dann. Und ja, ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr das mit eurem Kleiderschrank macht. Habt ihr auch einen Kleiderschrank? Habt ihr so eine Wickelkommode oder irgendwas? Könnt ihr mir gerne mal schreiben und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.